Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Wir haben uns hier noch ein bisschen in dem Elendsviertel umgeschaut, waren jetzt bei Kalkstein, haben einen Verdächtigen, den Vivaldi schon mal ausschließen können. Ich glaube, dann können wir nachher mal, hallo Hure, Vincent Mais Bescheid sagen. Wir hätten hier noch eine Das ist nicht Elfin. fair. Die Kranken landen im Krankenhaus, die Anderlinge in Alt-Lisima. Hier noch ein Herold, ist doch relativ weitläufig hier hinten. Aha, Zwerg, Fass, Hund, Stadtwache. Ach, hier ist wohl eine Art Marktplatz, wie es scheint. Bedienen wir uns direkt mal. Hat sich gelohnt. Er ist wirklich sehr weitläufig hier. Pechschwarz. Ach nee, jetzt sind wir hier wieder beim Dings, beim Krankenhaus. Rennen erstmal eine Stadtwache über den Haufen. Was sagt denn. Kann ich irgendwo gucken, wie spät es gerade ist? Karte hält. Hält wahrscheinlich. Nee, hält nicht. Ausdauer, Bestechungsgeld. Gucken wir gerade, ob wir hier noch irgendwas Neues oder Wichtiges hätten. Okay, Schmieden mindestens 3. Genau. Siegelringe, Silberschwert. Zutaten haben wir jetzt hier wieder eine ganze Menge Zeug gefunden. Ach, hier könnten wir das, mache ich vielleicht mal irgendwie offscreen, mir das mal in Ruhe durchzulesen. Dass ich ja ungefähr mal weiß, wer, was welche. Ach ja, und da haben wir noch Bomben und Öle. Geistern und Nekrophagen. Das können wir, glaube ich, auf die Waffe machen. Okay, ich will aber trotzdem mal hier ein bisschen Antiquar. Stimmt, der hat ja auch die ganzen Bücher. Hast du das? Was wollt ihr? Ja, genau. Ein Buch über den Turm im Sumpf. Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Ein Kapitel in Alvaros, die geheimen Pforten, handelt von magischen Türmen. Und dieser spezielle Turm? Ja, ich glaube, dessen Geschichte kommt auch darin vor. In dem Fall nehme ich es. Leider habe ich es nicht. Ich versuche schon seit Jahren, diesen Band von Golan Vivaldi zu erstehen, aber er ist ein sturer Zwerg. Versucht ihr es doch mal. Vielleicht verkauft er ihn an euch. Wisst ihr noch etwas? Mir fiel gerade noch ein anderes Buch über den Turm ein. Ich bin ganz Ohr. Eins auf Au. Ein alchemistisches Traktat der Gnome. Schwer zu finden, aber ein gewisser Eremit, der im Sumpf lebt, könnte etwas darüber wissen. Danke für den Rat. Bücher, Schriftrollen, Pergamente. Nicht schlecht. Wenn ich gerade eh schon mal hier bin, gehe ich, glaube ich, mal fix zu Dorfhändler. Wo ist ein Mais? Schmied? Keller? Stimmt, das haben wir ja auch noch. Der Einbruch da. Der Waffenschmied des Ordens. Bei Shani will ich ja auch nochmal vorbeischauen. Hier wäre Vinzenz Posten. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und da ist Vincent. Dann können wir dem eigentlich schon mal sagen, dass Vivaldi unschuldig ist. Was gibt's, Hexer? Bis dann. Scheinbar nicht. Ich gucke mir gerade die Quest noch mal an.
Vincent. Ach nee, die ist wahrscheinlich schon abgeschlossen jetzt. Okay, das mit den Lagerhäusern können wir auch mal noch machen. Da haben wir noch unbekannte Kräuter. Muss ich, glaube ich, mir doch nochmal ein Buch über die Pflanzen zusammensuchen. Gut, dann geht's jetzt aber... Fahrender Händler, was hast du eigentlich? Was kann ich für euch tun? Welchen Nutzen haben eure Waren? Ihr selbst braucht vielleicht keinen Schmuck, aber was ist mit anderen? Die sind vortreffliche Geschenke und das Dreifache des Goldes wert. Ah, okay, der hätte also hier Ringzeug, Feuerstein, Blumen und so weiter und so fort. Alles klar. Im Moment noch nicht. Fleisch, Brot, frische Milch. Kräuterkunde. Suchefähigen. Ja, genau, das. Ach so, das ist wahrscheinlich nur der Hinweis, dass wir von ihm dann eine Quest kriegen können. Ach stimmt, da oben. Ich hab's da oben links neben der Minimap ist ja die Zeit angezeigt. Hab ich ganz übersehen. Könnt auch mal hier in den Himmel gucken. Die Sonne fängt auch langsam unterzugehen. Oder fängt an langsam unterzugehen. Ich schätze mal, dass hier erst bei Nacht wirklich Party ist. Sprich, dass hier ein paar Skoja Tell oder halt Salamandra rumrennen. Von daher gehe ich mal kurz zu... Wir müssen ja eh zu Vivaldi. Dann gehe ich mal gerade zu Vivaldi, frage ihn mal nach dem Buch und übernachte oder gucke, dass wir dann bis abends auf jeden Fall mal noch hier meditieren. Was führt euch hierher? Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja. Ich möchte mich aber nicht davon trennen. Ich bestehe darauf. Nennt mir einen Preis. Na gut. Okay, wie viel will er jetzt dafür? Ach, der hat sogar beide. Ja gut, für 400 nehme ich die mit. Ich habe allerdings keinen Platz mehr im Inventar, sehe ich gerade. Machen wir dann gleich. Dann gehe ich gleich noch eine Runde verkaufen. Ja, dann geht das dann... Ist es doch, dann kriegen wir im Endeffekt halt irgendwie, keine Ahnung, 600 Orens oder so raus. Bei dir... Ne, bei dir kann ich nur spielen. Was führt euch? Bei dir kann ich ja meditieren, okay. Dann warte ich mal gerade bis... Dämmerung... So... Wohl... Eine Stunde mehr. Vielleicht haben wir da draußen ja dann, kann ich mal das Kampfsystem in der, mit der neuen Kamera ausprobieren. Ja, es ist dunkel und dann schauen wir auch mal noch bei Shani vorbei. Okay, bisher ist hier noch nichts Großartiges. An Gegnern. Gut, dann gehen wir zuerst mal zu Shani. Das war... Shanis Haus war da unten, oder? Raimund, Kloake... Bordell. Da ist Shanis Haus. Obwohl, Moment, das gab es doch als... Quest noch, oder? Alter Freund. So, dann schauen wir mal bei Shani vorbei. Stadtwache, Werbung, das passt soweit. Tür zu Shanis Haus. Ich denke, an der alten Schachtel unten kommen wir schon vorbei. Mitgenommen habe ich da ja auch, soweit ich weiß, alles. Willkommen, Süßer. Trinkt eine Tasse und leistet einer alten Frau Gesellschaft.
Okay, dann bechern wir mal eine Runde mit der Alten. Sollen wir direkt hier... Himbeersaft, jawohl. Ist ja auch schon geschrieben worden, so ein Saufgelage mit Himbeersaft. Ja, komm, ich glaube, ich hau mal ein Bier rein. Mal gucken, wer zuerst voll ist. Sie will's wissen, oder? Was? Ihr seid ja betrunken. Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. Das lief jetzt nicht so wie erwartet. Was? Gang. Raus! Hätten wir da echt unalkoholische Sachen nehmen müssen? Ist gar nicht betrunken. Also jetzt nicht großartig. Das lief ja dann nicht so wie erwartet. Nordtor, Werbung. Hier hätten wir noch ein Fass mit Geld und Feuerstein. So. Ich glaube, dann gehe ich doch erstmal noch... Moment. In den gut bestückten Keller. Und versuch mal die Quest noch zu machen. Pechschwarz. Natürlich ist der auch noch... Weiß nicht, ich glaube, der hat jetzt um die Zeit relativ wenig Kunden. Ich habe nachts eigentlich... was Besseres vor als, ja, als mir die Schuhe putzen zu lassen. So. Schauen wir uns mal hier um. Klingt ja schon mal sehr vertrauenserweckend. Ach du Scheiße, ein Werwolf. Oder was? Okay, das ist, glaube ich, auch die falsche Waffe, der falsche Stil. Ich würde ganz gern wieder nach oben. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so angenehm, dass ihr mich hier auf der Treppe festgesetzt habt. So. Mal gerade bitte Pause. Ich habe natürlich wahrscheinlich wieder das falsche Schwert ausgerüstet. Wie kann ich denn hier wieder jetzt in dem Modus den Kampfstil wechseln? Na, ich schau mal kurz in die Dings rein. In die Tastenbelegung. So, Kameraempfindlichkeit. Ich glaube, die könnte ich auch ein bisschen langsamer machen. Steuerung. Silberschwert ist auf E, alles klar. Dann nehmen wir das. Nehmen dann noch den starken Kampfstil. Und das haut doch schon wesentlich besser rein. Okay. So langsam klappt's. Ich muss sagen, ich komme tatsächlich so besser zurecht gerade. Okay, ich kriege aber doch ordentlich auf die Fresse. Da ist ja nur noch einer da. Sollte reichen. So, friss das. Und weg. Hm.
Nehme ich mal mit. Können wir eigentlich immer noch gebrauchen. Denke ich. Ja genau, steckt mal das Schwert weg. So, wir hätten hier einmal ein Fass. Na komm, nimm. Blaubeeren und Geld. Noch ein Fass. Ah, okay, Inventar ist voll. Schön. Haben wir es mal wieder geschafft. Kiste, da haben wir den alten Wein. Ach, das wird gar nicht als Questgegenstand. Ja gut, dann werde ich mich mal gerade hochheilen. Schnabulieren wir eine Runde. Was haben wir noch hier? Fisch. Ja. Eine Süßigkeit. Die ich jetzt auf den ersten Blick nicht identifizieren könnte. Blumen, Bier, Saphir. Ertrunkene Tote. Alraunenwurzel. Ja, hätte ich mir vorher mir so einen Trank reinhauen sollen. Sehen, das war das mit Vitalität. Ah ja, genau. Wie gesagt, das unten, dass der grüne Balken, der jetzt gerade erschienen ist, das ist die Toxizität. Also jeder Trank ist giftig, den wir hier zu uns nehmen. Für normale Menschen halt tödlich. Und die Hexer überstehen es halt einigermaßen. Und allerdings kommen sie halt auch nicht unbeschadet davon. Jetzt müssen wir halt warten, bis sich das unten wieder abbaut. Okay, jetzt wo wir das gerade gemacht haben, rennen wir schnell zum Gasthaus, geben mal den Auftrag noch ab, dann ist der auch abgeschlossen. Und ich glaube, dann können wir auch schon die Folge wieder beenden, wenn ich mal so auf die Uhr gucke. Rausschmeißer, arme Frau. Das Gasthaus war wo? Da unten. Der haarige Bär. Feuerstelle, Infanterist. Da. Die Gasthaustür ist ja auch noch schön angeschlagen. Ich weiß, wer billiges Pulver verkauft. Ich suche mir Kunden. Okay. So, Konrad wollte den haben, oder? Genau. Bitteschön. Ja? Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Trefflich, aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Gut. Ich wusste, ihr seid ein anständiger Kerl. Ich denke mal, der ist ganz gut für unsere Tränke dann später. Okay, dann... Ich gehe mal davon aus, wir sind jetzt wieder nüchtern. Dann mache ich mich jetzt mal zumindest schon mal wieder auf den Weg. Tolle Zwischenmusik. Auf den Weg zu... Shanis Haus. Dann hoffe ich mal, dass wir dann das nächste Mal rein dürfen. Infanterist, das war in der anderen Richtung. Schild, Haus des Detektivs. Hierüber, jupp. Obwohl, ist ja eigentlich egal. Oh, Nieswurz. Lecker. Komm, nimm. Kommandant der Stadtwache. Werbung, jawohl.
Okay, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier vor Shanis Haus wieder. Und ich hoffe mal, mittlerweile dürfen wir dann auch wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.